Warum? So, grüß Gott, meine Damen und Herren, hier zum Webinar. So erkennen Sie performante Führungskräfte. Das Webinar befasst sich mit zwei verschiedenen Aspekten. Einmal, was sind die Profile von Führungskräften? Und dann mit der Kopplung zu den Performance. Das heißt, im Grunde genommen geht es darum, welche Profile führen zu performanten Führungskräften. Aber es geht nicht nur darum, dass Führungskräfte in sich performant sind. Das heißt für sich allein, dass sie die Aufgaben schnell erledigen oder in der notwendigen Qualität, sondern dass sie eine Organisation performant machen. Da werden wir sehen, das ist mehr als nicht nur das eigene Profil, die Eigenschaften, der Kompetenzen, sondern auch das Thema der Motivation und das Thema des Dürfens, das Thema, wie auch die Organisation gestaltet wird. In der heutigen Webinar werden wir eine kurze Vorstellung meiner Person und des Unternehmens und dann geht es über. Was ist Führung? Was verstehen wir über Führung? Und dann aus der Führung heraus die Merkmale im Profil einer erfolgreichen, einer performanten Führungskraft und am Ende das Thema Takeaways. Hier zu meiner Person, ich habe verschiedene Stationen hier. Ja, Gründung von ThinkSimple 2016. Lehrauftrag oder mittlerweile Lehraufträge, ein Buch über Kompetenzen der Zukunft. Das ist auch das Thema Basis für das heutige Webinar. Auch dann Inhalte von diesem Webinar habe ich in HR Journal veröffentlicht in diesem Jahr. Zu meiner Expertise, Thema Diagnostik, Thema Future Skills und Performance, das heißt Arbeitsproduktivität. Zu ThinkSimple, wir befassen uns mit Kompetenzmodellen für Soft Skills. Wir verwenden dabei nicht nur Fragebögen, sondern auch künstliche Intelligenz. Das heißt, wir zeichnen Videos auf, die wir dann mit einer KI auswerten. Und wir haben Tools, die wir in einer Cloud für unsere Kunden zur Verfügung stellen. Soweit die Präsentation meiner Person und der Firma. Jetzt geht es um zum Thema Führung. Ich möchte praktisch einige Aspekte darüber beleuchten, die mit dem Thema Führung im Zusammenhang stehen. Und zwar, die Zeit haben wir nicht erlebt, wo die Leute Reih und Glied stehen in einem produzierenden Unternehmen. Ich sage mal die Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Was war dabei? Das war hierarchisch. Damals war vielleicht dieser Begriff nicht in aller Munde, aber letztendlich, es war so geführt, die Leute waren nicht abgeneigt. Warum? Weil der Abstand in der Bildung, in der Persönlichkeit zwischen den Geführten und der Führung sehr groß war. Das heißt, die Leute haben nicht rebelliert und die Führenden hatten damit eigentlich leichtes Spiel. Krass formuliert von mir heute. Die Führung gestern verstand sich hauptsächlich als Manager. Das heißt, es ist das Bindeglied zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitenden gab es zwischengeschaltete Führungskräfte. Und die verstanden sich praktisch als jemand, der oder die Pläne der Geschäftsführung, der Geschäftsleitung umzusetzen hatte. Das heißt, es gab klare Regeln, es waren Strukturen und Ziele auch vorgegeben. Das heißt, es war eine transaktionale Führungsform. Wenn wir jetzt sagen, okay, das war gestern, wie ist das heute? Wir sehen eigentlich, dass die Struktur die gleiche ist, aber das Verständnis der Führungskraft ein anderes ist. Ist nicht mehr Manager, ist Coach. Das heißt, es geht hier darum, die Geführten, die Mitarbeitenden zu empowern, die zu befähigen, selber Entscheidungen zu treffen, das Was, das Wie und das Wozu.
Vorhin in dem alten Konzept war nur vielleicht das Wie, wie machen wir das? Aber das Was und das Wozu war nicht denen freigegeben. Das heißt, hier haben wir eine transformationale Führungsform und da auf einmal erscheinen Begriffe wie Werte, Anstellung der Geführten, Förderung des Commitments der Geführten. Das heißt, auf einmal stehen die Mitarbeitenden im Vordergrund und nicht so sehr die Manager bzw. die Geschäftsleitung. Das heißt, man hat verstanden, dass ein Unternehmen besteht nicht nur aus der Führung, sondern aus den Geführten. Das war früher, ich bin der Boss. So hatten sich die Leute verstanden. Als ich anfing zu arbeiten, war auch so. Mein Bereichsleiter, ich war damals nur Topic-Abteilungsleiter, mein Bereichsleiter war so ein Druckstiefel, ich bin der Boss. Und mittlerweile hat das Konzept ausgedehnt und ich bin mehr der Coach. Die Frage ist nur, diese Leading Transformation, was bedeutet für die Führenden? Und zwar, welche Kompetenzen und Eigenschaften müssen sich da drin ändern, weil sehr klar ist, dass nicht dasselbe Bild sein kann, dass jemand, der Boss ist, nachher Coach ist, muss an sich arbeiten, muss den Begriff laufen lassen, loslassen, Vertrauen schenken, sich als Beschleuniger, als jemand, der fördert und nicht der fordert. Das heißt, es ist ein ganz anderes Menschenbild, was diese Person braucht. Und dann ist es so, dass der Mr. Timothy Judge herausgestellt hat, die Bedeutung schon vor fast 20 Jahren, die Bedeutung der Persönlichkeitseigenschaften. In dem Fall meinte er auch die Big Five und er sagte auch sogar für die Führungsemergenz, das heißt in dem Moment, wo jemand eine Position bekleidet, als auch die Führungseffektivität, das heißt inwieweit dieser Organisation, die von dieser Führungskraft geführt wird, auch effektiv ist. Das heißt, am Ende des Tages auch produktiv ist, performant ist. Ich habe hier Reinhold Messner, den ich persönlich schätze in seiner Leistung, ist jemand, der in sehr kritischen Situationen auf dem Berg, ein 8000er, sehr viele Probleme erlebt hat, weil die Expeditionsleiter keine Führungspersönlichkeit waren. Und deswegen hat daraus entwickelt ein paar Ideen, wie eine Führung aussehen sollte. Und er hat später auch mit DAX-Vorständen auch Ausflüge gemacht, wo er praktisch die auch gecoacht hat, wie eine Führungsperson agieren sollte. Und das wird hier schon ziemlich krass, geistige Überlegenheit. Ich sage mal auch Beweglichkeit, das heißt Agilität, psychologisches Verständnis, das ist sehr gut, das heißt Empathie, Weltkenntnis und Welterfahrung. Sicherlich für ein DAX-Unternehmen sehr relevant, aber auch, ich denke an Firma Personio, da ist der Hannover, der in Amerika studiert hat. Und da kann ein Unternehmen weltweit tätig sein. Kommen wir konkret zu unseren Merkmalen, das heißt von den Attributen, von Kompetenzen, von den Eigenschaften, von den Emotionen und so weiter, an der Führungskraft. Und zwar kommen wir wieder zurück zu Mr. Judge. Und das war von Erich Kirne in Personalführung zitiert. Extraversion als notwendige Voraussetzung für das, was wir vorhin erwähnt haben, für die Führungsemergenz und die Führungseffektivität. Dann haben wir das Thema Offenheit. Das heißt, zwei Komponenten von den Big Five, die wir später auch analysieren werden. Was haben wir jetzt, die Ergebnisse, die wir präsentieren werden, haben wir in einer kleinen Studie durchgeführt. Einmal hier mit Kompetenzen, und zwar vier Kompetenzklassen nach Erpenbeck. Dann haben wir ein eigenes Kompetenzmodell mit der Uni in Eichstätt. Mit 6 Items haben wir über Fragebögen, haben wir eine Auswertung. Dann haben wir praktisch über 900 Profile ausgewertet. Und dann haben wir praktisch über
Video, eine Videoaufzeichnung. Und dann haben wir über KI eine Auswertung durchgeführt. Das sind 5 Dimensionen. Das sind schon mal die Big Five und dann 7 Emotionen dazu. Und da kommen noch Aspekte der Sprache hinzu. Was kam dabei raus? Wir haben praktisch jetzt hier C-Level, Führungskräfte und Experte als Kohorten genommen und dann miteinander verglichen. Und zwar auf der linken Seite sehen wir die Durchschnittswerte, alle Kompetenzen. Und dann haben wir die 4 Kompetenzklassen, die Methoden, soziale, personale und aktionale. Und wir sehen, ist, und so sollte es sein, meines Erachtens, dass die höchste Level praktisch auch die höchsten Kompetenzen hat, höchsten Ausprägungen der Kompetenzen hat. Es gibt ja viele Menschen, die behaupten, die Besten in dem Unternehmen wären die Mitarbeiter, die Führungskräfte wären Lushis. Das kann ich nicht bestätigen. Es kann hier und da sein, dass jemand überfordert ist, ja, zugegeben. Aber vom Niveau her, vom Schnitt, ist letztendlich so, wie es hier dargestellt ist. Und das ist praktisch Ergebnis aus der Datenbank. Das ist jetzt keine Wunschvorstellung von uns, sondern eine Studie basierend auf Ergebnissen der Datenbank, das heißt von Selbstanschätzungen der Betreffenden. Dann haben wir praktisch ein paar Kompetenzen herausgepickt, wo wir praktisch Unterschiede merken. Manche davon hätte ich nicht erwartet, dass Innovation praktisch stärker, praktisch seitens der C-Level und so weiter. Aber letztendlich, das ist eine Bestandsaufnahme. Mit 900 Profilen ist die Frage, ob es ausreichend ist. Aber letztendlich Interessen durchsetzen, merkt man es, Empathie ausdrücken, denke ich mir auch, müsste so sein. Und denke mir, das bestätigt auch Studien, die durchgeführt worden sind, wo ähnliche Kompetenzen erfasst worden sind. Dann haben wir das Thema Big Five, wie gesagt, über KI ermittelt. Und dann erkennen wir hier, dass wiederum hier in dem Fall sind jetzt nicht C-Level, sondern haben wir jetzt Unicorn-Gründer. Das heißt, Unicorn sind Unternehmen, Neugründungen, die eine Milliarde Bewertung haben oder höher. Das heißt, das sind praktisch Leute, könnte man sagen, einfach erfolgreich. DAX-Vorstände, auch erfolgreiche Leute und Experten. Aber die Unterschiede sind da. Das heißt, Offenheit und Extraversion, es ist auffällig, dass Unicorn-Gründer, das liegt am Alter, es liegt auch der Unicorn-Gründer, das sind praktisch Extraversion. Warum? Weil sie ja öfters müssen ja kommunizieren nach außen, Produkt verkaufen, Investitionen verkaufen und so weiter und so fort. Und es ist auch kein Zufall, dass bei Neurotizismus, dass sie auch geringer sind. Das sind Leute, die bereit sind, Risiken einzugehen. Und das drückt sich hier in diesem Profil aus. Dann haben wir jetzt, es ist im Grunde genommen das Gleiche, aber anders dargestellt. Und ich möchte jetzt Folgendes, hier haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Profile zusammenaddiert von diesen Vorständen von Unicorn. Und dann haben wir Folgendes festgestellt, dass eigentlich Offenheit deutlich größer, höher sein soll als Neurotizismus. Und das ist praktisch eine Art Trapezform. Ich habe jetzt praktisch subsumiert, dass Menschen, die ein Unternehmen gründen und eine Milliarde Bewertung haben, dass sie praktisch Performer sind. Und das ist praktisch, wenn Sie so wollen, eine Gleichsetzung, die praktisch noch zu beweisen wäre. Aber ich denke mir, dass es jedem einleuchtet. Dann haben wir gesagt, okay, haben wir bei Mitarbeitenden, die nicht so performant sind, da haben wir festgestellt, dass es praktisch mehr so eine Viereckform hat. Das heißt, dieser Neurozitismus und Offenheit und alle Eigenschaften in einem ähnlichen Niveau sind. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wie ein Low-Performer aussieht. Das ist praktisch weniger Offenheit, weniger letztendlich Agilität. Das ist jemand eher angstgetrieben, eher vorsichtig. Das sind Leute, die praktisch mitgenommen werden müssen, die praktisch auch nicht nur, wir können nicht immer erwarten, dass die Leute High-Performer sind,
wir müssen auch davon ausgehen, dass Menschen praktisch auch performant sind, aber nicht auf dem Niveau. Wie sieht das aus mit den Emotionen? Bei den Emotionen ist es so, dass wir haben praktisch 7 Emotionen ausgewertet und für mich relevant ist das sogenannte Emotionsindex. Das heißt, wir haben praktisch alle aggregiert und dann den Durchschnittswert ermittelt. Wir sehen, dass es bei den Emotionen keine relevante Signifikanz gibt. Das heißt, die Werte liegen nah beieinander, wenn man praktisch alle zusammen addiert. Gelassenheit, interessanterweise bei Experten, ist eher weniger gegeben als bei Unicorn und bei Vorständen. Das ist auch, ich sage mal, auch gut so, eine sehr nervöse Führungskraft ist auch nicht sinnvoll. Gut, und dann haben wir auch die Auswertung der Sprachen. Und was hier auffällt, ist, bei positiven Formulierungen sind die Experten etwas weniger vertreten und bei annehmenden Sprachen. Und auch fällt auf, dass Vorstände bei annehmender Sprache besser abschneiden. Das kann ich mir dadurch erklären, dass Vorstände eher geschult sind, dass sie eher geübt sind, in Betriebsversammlungen vor Aktionären aufzutreten, dass sie entsprechende über Jahre hinweg erfahrene Form der Kommunikation entwickelt haben. Und interessanterweise haben wir von Professor Nachtwey von der Uni Humboldt in Berlin folgende Ergebnisse. Und zwar, der hat eine Studie durchgeführt, hier, das heißt egozentrisch und erfolgreich. Das ist ja ein krasser Titel. Und dann ging es darum, wie das Profil von performanten Vertrieblern aussieht. Und er hat festgestellt, dass deren größter Punkt ist die Risikobereitschaft. Und wenn, wundert es, Gewissenhaftigkeit geringer. Das heißt, im Grunde genommen, wir haben hier eine Ausprägung, die ich sehr gut nachvollziehen kann, aufgrund meiner Erfahrung. Agiles Mindset ist notwendig, um praktisch anzupassen. Leistungsbereitschaft hätte ich erwartet, sogar größer ist als agiles Mindset. Extraversion, kommunizieren. Belastung aushalten, ja, wenn ein Kunde bestellt oder nicht bestellt. Teamfähigkeit, klar, muss praktisch die Kollegen mitbewegen. Und Gewissenhaftigkeit bedeutet auch Schnelligkeit vor Genauigkeit. Das ist so die Message, die darin enthalten ist. Dieses Konzept von Professor Nachtwey beruht allerdings auf älterem Kompetenzmodell. Und ich würde gerne für Future Skills, für Vertriebler auch ein paar Ergänzungen vornehmen. Sie sehen unten, dass wir ein Projekt starten in diesem Jahr und wo wir noch zusätzliche Kompetenzen erfassen möchten. Scheitern positiv verarbeiten, Stichwort Resilienz, digitales Mindset entwickeln, nicht nur agiles Mindset, sondern auch digital, analytisches Denken, durchsetztes Vermögen, klar. Toolkompetenz, wir sind digitalen Zeitalter, digitale Literacy, klar. Und Geschäftsmöglichkeiten, das ist auch gehört dazu. Ich hatte vorhin ganz am Anfang gesagt, dass es eine Dreierkonstellation können, wollen, dürfen. Das ist eigentlich, sind die drei Säulen der Arbeit. Und wenn eine Führungskraft die Organisation performant machen sollte, dann muss auch die Mitarbeitenden motivieren. Motivieren, extrinsisch motivieren. Man sagt immer, man kann jemanden nicht motivieren, aber man kann ein Umfeld kreieren, in dem praktisch da eine Motivation, die intrinsische Motivation zur Geltung kommt. Das geht über Job Enrichment, über Feedback, über Belohnung. Und Belohnung ist nicht nur mehr Gehalt, sondern praktisch über Wertschätzung, über Anerkennung. Aber auch Job Enlargement. Menschen können des Öfteren mehr als das, was sie in ihrem Job einbringen.
Deswegen, hin und wieder mal muss man sich überlegen, kann diese Person mehr machen als das, was sie jetzt heute macht? Und Job Enlargement hat man festgestellt, das motiviert die Leute und führt zu Ambidextrie. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind mit dem Begriff, Ambidextrie bedeutet sowohl fokussiert auf die heutigen Tätigkeiten agieren, sondern auch über den Tellerrand schauen auf die Entwicklung, auf neue Kompetenzen, um für die nächste Zukunft gewappnet zu sein. Welche Takeaways können wir aus dem heutigen Webinar mitnehmen? Ich nehme zunächst einmal die Frau Atz. Führung bedeutet Orientierung geben. Das heißt, wir sind von dem Manager zum Coach und dieser Coach gibt Orientierung, gibt eine Vision und ist Leitbild. Wir wissen ja, eine Führungskraft, die nicht vorlebt, was sie anfordert, bewegt die Leute nicht, sondern führt nur zu Frustration. Deswegen sagt ja die Frau Art, Leitbild entwerfen. Takeaway, Extraversion, Offenheit und Gewissenhaftigkeit, das hat vorhin der Timothy Judge gesagt, sind ein Muss für eine Führungskraft. Man braucht Kompetenzen und Eigenschaften in einem ausgewogenen Maß. Und das ist eine Conditio sine qua non, ist notwendig, aber nicht hinreichend. Das heißt, es muss mehr dahinter sein. Können, wollen, dürfen, haben wir erwähnt. Das heißt, wenn ich Performance von den Führenden, von den Geführten, von den Mitarbeitern verlange, dann brauche ich nicht nur Kompetenzen, sondern eine passende Unternehmenskultur und ein passendes Umfeld. Das heißt, Prozesse, auch, ich sage mal, auch Kantine. Ja? Und ich muss auch die Ambidextrie der Geführten fördern. Letztendlich als Hinweis für die Personalentwickler, Entwicklerinnen ist das Thema Fokussierung auf Stärken und nicht auf Schwächen. Der Manager achtet auf Schwächen, der Coach achtet auf Stärken. Und dann, wir sind ein Freund in unserem Unternehmen der regelmäßigen Analyse und letztendlich Entwicklung. Das heißt, damit die Organisation agil bleibt, muss ständig an sich arbeiten. Gucken, wo stehe ich, was wollte ich, was habe ich erreicht. Und letztendlich die Kompetenzmodelle in den Unternehmen müssen aktualisiert werden in Richtung Future Skills. Und deswegen machen wir damit Werbung für unser Projekt und machen wir sie neugierig auf unser künftiges Projekt. Information für Sie. Wir haben demnächst Webinare für Zertifizierungskurse für das Thema KI-Coach. Es gibt im September einen Termin, aber im Oktober und im November, das heißt jeden Monat haben wir Termine. Wenn es zu kurzfristig ist, 30. September, deswegen habe ich hier den 13. Oktober eingetragen. Dann, wenn Sie sich kennenlernen wollen, was kann ich Job, das heißt Ihre Kompetenzen, Ihre Motive, Ihre Eigenschaften, da können Sie sich praktisch hier registrieren und testen und dann haben Sie Spaß dabei, sich besser kennenzulernen, um erfolgreicher zu sein. Last but not least, wir haben eine Reihe von E-Books. Im Übrigen einfach die Langfassung des Webinars finden Sie hier in diesem besonderen Merkmale im Profil einer Führungskraft. Das ist ein E-Book, können Sie runterladen. Und das, ein Teil davon ist in einer Zeitschrift veröffentlicht, aber das ist hier die längere Version. Ja, damit kommen wir zum Ende des Webinars. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, haben Sie hier die Kontaktdaten. Auch hier Online-Termin können Sie buchen, können Sie eine Vorführung bzw. ein Gespräch mit uns durchführen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich stehe jetzt für Fragen zur Verfügung.
Ich wünsche einen angenehmen Tag und alles Gute.